Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu... Wir hauen den Wurmviechern aufs Maul. Nein, natürlich zu The Witcher. Wir haben beim letzten Mal hier aufgehört an der Stelle. Und da kam noch einer angeschlichen, während ich den Pause-Knopf gedrückt habe. Der uns jetzt ein bisschen hier auf den Keks gehen will. Ach, weißt du was? Machen wir hier ein bisschen. Der kann uns ruhig fernbleiben. Pfui. So, Überreste nehmen wir natürlich auch aus. So, steck mal dein Schwertchen weg. Hier sind nämlich noch ein paar Büschels. Und gleich zwei Pflanzen haben wir da rausgekriegt. Sehr gut. Wir wollten nämlich noch zu Großväterchens Haus. Ja, beim letzten Mal haben wir ja herausgefunden, dass die Tarotkarte uns weiterhilft. Allerdings müssen wir da wieder zu Kalkstein. Und der ist, aha, wer hätte es gedacht, in Visima. Ja, und so. Falscher Kampfstil. Natürlich sind die Untoten recht flink. Aber die sterben auch recht schnell, wenn man sie einmal richtig im Visier hat. Die Ertrunkenen natürlich, nicht Untote. Sind Ertrunkene Untote? Ich glaube ja. Also Ertrunkene Tote nicht unbedingt, das sind Tote, aber Ertrunkene, ganz einfacher, die sind wahrscheinlich untot. Die Bastarde halten auch ein bisschen mehr aus hier. Aber nur ein bisschen. So, darf ich? Danke. Dankeschön, Dankeschön. Das ist auf jeden Fall der eingestürzte Turm. Und da hinten müsste irgendwo der nicht eingestürzte Turm sein, oder was? So, wir gehen weiter in Richtung Großvaters Haus. Oh, war ja. Ja, dann halt Gruppenkampf. Ah, komm. Hier noch ein. Sehr schön. Das war's. Vorbei ist mit der Übeltäterei. Übeltäterei. So. Was war da hinten? Da war großfertig ins Haus. Aber erst müssen wir noch gegen was kämpfen. Gegen ertrunkene Tote. Ah, zu früh. Ich dachte, die Animation wäre schon durch. Okay. Platt. So kann ich dich jetzt mal ausplündern. Dankeschön. Ach, ist ja auch noch ein ertrunkener Toter. Nicht mal seine Ruhe haben. Hier kann man nicht mal in Ruhe Blümchen pflücken. Was soll denn das? So, eine Mega-Kombo ins Gesicht gehauen und dann ist er auch geplatzt. Dankeschön. Jetzt möchte ich hier mal endlich mein Blümchen pflücken. Büschelkraut gibt's hier noch. Ich hab's Sporen. Meine Lieblingsart von Spore. Büschelkraut, Büschelkraut, Büschelkraut. So nehmen wir natürlich alles mit. So, Großväterchens Haus. Gibt's da vielleicht noch irgendwie so ein Sephirothstein oder irgend sowas? Das wäre ja mega klasse. Versteckt dahinter oder... Nee. Man merkt hier rote Fitzeln fliegen bei uns übers Bild. Das bedeutet, unsere Toxizität nimmt langsam zu. Ja, entweder ausruhen oder nicht. Ein Beutel. Ein Beutel mit Salpeter drin. Warum haben wir den nie ausgeplündert? Lecker Gehirn. Da können wir uns doch mal einen Happen genehmigen. Nein. Natürlich nicht. Bitte dich. Moi, was erzählst du da schon wieder? So, hier. Ups. Unsere Marker können wir entfernen. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Wenn, dann würden wir von hier oben reinkommen. Aber der Weg ist versperrt. Wir kommen da nicht wirklich. Oder? Kommen wir so an den Magierturm ran? Ich weiß es gar nicht. Was macht da Geräusche? Gut, die Spore können wir auf jeden Fall kaputt machen. Dazu nehme ich sogar einfach mal die Fackel, weil Fackel, Feuer gegen Pflanze, wer bei Pokémon aufgepasst hat, der weiß, das geht. Allerdings speichere ich vorher nochmal, weil sicher ist sicher.
Leeres Fach und speichern. So. Und los geht's. Attacke! Feuer frei! Hilft das was gegen das Vieh? Ich denke ja. Feuer funktioniert auf jeden Fall gut gegen das Pflanzen-Pokémon, wie man hier sieht. Sehr schön. So, wo sind wir denn jetzt kartentechnisch? Ich wollte ja eigentlich zu dem Turm, also müssen wir uns mehr nach hier orientieren, aber da kommen wir trotzdem nicht durch, oder? Nee, der Weg sieht trotz alledem versperrt aus, obwohl... Ist das hier der Weg? Oh, ah, Gott. Ich wollte gerade sagen, was war das denn jetzt? Das war voll erschrocken. Oh, weia. So, dann wechseln wir nochmal schnell auf unser Silberschwert. Im Gruppenkampfstil. Wenn die schon mal so alle schön brennen, dann sollen sie richtig brennen. So. Alle kaputt. Jo, alle kaputt. Dann nehmen wir jetzt hier alles mit. Da hat gerade die Tageszeit Achso, wir haben den falschen geplündert. Da hat gerade die Tageszeit umgewechselt, sag ich mal. Also die ist von Tag auf Abend gewechselt. Und schwupps kommen hier 1000 Viecher an, die uns alle irgendwie auf den Keks gehen wollen. Na komm doch her. Zeig dir mal, was Keks gehen ist. Wenn du da das Silber zwischen deinen Köpfchen stecken hast. Also in deinem Köpfchen. Zwischen deinen Rippen. Oder wollte ich erst, aber das klang irgendwie nicht bedrohlich genug. Daher. Und am Ende ist irgendein Quatsch bei rausgekommen. Aha. Ja, komm doch her. Okay, ja, der schwere Kampfstil mehr Sinn. Und weg. Denn das Viech explodiert. Überreste gibt es dann auch noch mal ein paar. Von beiden. Schön. So, und hier geht's zum Magierturm. Da waren wir ja auch noch nicht. Toll. Magierturmtür. Und ich würde sagen, da gucken wir doch mal rein, oder? Vorher sicherheitshalber nochmal speichern, nicht, dass wir reingehen und dann enorm auf die Fresse kriegen, weil wir hier eigentlich noch nicht sein sollten, aber abgeschlossen. Ach. Okay, bringt uns also rein gar nichts, dass wir hier sind. Außer ein bisschen Büschelkraut und ein bisschen weiße Myrte, teilweise in der anderen Reihenfolge. Schade. Hatte mich schon gefreut, dass wir endlich hier was mal gerissen gekriegen haben, also geschafft haben. Aber dem ist wohl nicht so. Gut, der Teil wäre erledigt. Das haben wir alles geguckt. Tja, was bleibt uns noch übrig? Wir können hier oben versuchen, noch das zu erkunden, wenn wir einmal hier sind. Wenn es da noch was zu erkunden gibt. Um uns dann langsam den Weg in Richtung Visima wieder zurückzukämpfen. Oder einfach durchzurennen. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, kommt man hier oben noch irgendwo hin? Oh, guck mal, ein Sporen. Oh, guck mal, zwei Sporen. Bringt das was bei denen? Oh ja. Sogar sehr gut. Blöden Ertrunkene, die gehen mir so auf den Sack. Zack, ins Gesicht.
sind aber auch viel mehr jetzt unterwegs, jetzt wo es dunkel wurde, ne? So, hier gibt es noch ein paar Sporen. Die nehmen wir natürlich dankend mit. Dankeschön. War hier nicht auch noch gerade noch eins? Ach da. Alles klar. So, kurz angezündet. Und dann mit dem Silberschwert. Zack, zack. Ende im Gelände. So, kurz plündern. Dankeschön. Und dann wollte ich ja gucken, ob es hier oben weitergeht. Vielleicht ist ja da noch so ein Gebiet, wo es nämlich noch ein paar von diesen Steinen gibt, die wir sammeln müssen. Die wir dann in der Höhle hinlegen können. Hundspetersilie. So. Vizima Insel. Das ist die Insel von Vizima. Ist ja eine tolle Insel. Hier ist aber so dichter Busch, da kommen wir nicht wirklich durch. Moment. Wir gucken nochmal kurz auf die Karte. Da können wir auch nochmal gucken, was es da so gibt. Aber ansonsten sehe ich da eher schwarz für unser Unternehmen. Oh, cool. Ein Ort der Macht. Was möchtet ihr tun? Natürlich uns zu Kalksteins Labor teleportieren. Ja. Das möchte ich tun. Genial, da brauchen wir nämlich nicht hinlaufen, sondern wir können einfach hinfliegen. Wusch. Und der Fährmann steht jetzt alleine da im Sumpf und denkt sich, oh nö. Cool. Hallo, Kalkstein. Wir sind wieder da. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Er muss aufpassen, wenn du hier einen Schlüssel, so einen magischen Schlüssel zu deiner Tür gibst. Also das geht so nicht, ne? So. Was den Turm anbetrifft. Ja? Vaska hat mir geholfen, die Turm-Tarot-Karte zu finden. Sie beschreibt, wie man den Bewahrer aufweckt. Lass die Karte mal sehen. Interessant. Es kommt viel auf die Interpretation an. Ja. Aber ich glaube, ich verstehe sie. Alchemisten verstehen andere Alchemisten eben leichter. Erleuchtet mich. So. Der Bewahrer kann nur geweckt werden, wenn er in der Nähe des Turms ist. Das ist der Fall. Und man braucht einen Blitzableiter. Einen Blitzableiter? Die Zeichnung zeigt einen Mann mit Krone. Eine Anspielung auf König Hermann den Verwirrten? Hä? Bleiben wir mal beim Thema. Kalkstein. Ihr werdet etwas brauchen, das den Blitz ableitet. In einfachen Worten, einen Stab aus Metall. Ein Schmied kann euch einen solchen anfertigen. Was dann? Wir brauchen ein Gewitter. Ich habe aber keine Ahnung, wie man Mutter Natur zur Zusammenarbeit bewegt. Ich lass mir was einfallen. Ich habe auch schon eine Ahnung. Wenn ihr alles habt, dann bringt den Blitzableiter am Bewahrer an. Die Energie des Blitzes wird den Golem wiederbeleben. Was dann? Keine Ahnung, aber ihr schafft das bestimmt. Wenn ihr den Golem tötet, könnt ihr einen seltenen Trank brauen, für den sein Herz benötigt wird. Hier ist das Rezept. Ah, gut zu wissen. Wir werden sehen. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Das ist nicht schlimm, Kollege. Das passiert uns auch öfters mal. Aber, ach nee, wir haben die Hundeköpfe schon verkauft. Ah, hier, können wir noch, hier hast du noch einen Wolfspelz. Moment. Wolfspelz. So, weg damit. Dankeschön. Salpeter wollen wir nicht loswerden. Hat er noch irgendwas Gutes hier? Angst und Schrecken. Nekrophagen. Algule. Doch, das können wir eigentlich sogar ganz gut gebrauchen, das Buch. Kostet ja auch bloß 500. Wir kaufen es mal. Und lesen es. So. Einfach, weil wir es können. So, ins Inventar gucken. Ist es das hier? Ja. So, dieser Foliant bietet Informationen über Algule. Ah, und die anderen Viecher auch. Bundelt des Kampfes gegen, okay, Zutaten, die man aus ihnen gewinnen kann. Oh, das ist schön. So, gibt es gleich wieder ein bisschen was, was wir lernen dürfen. Schön. Oh, so viele tolle Sachen. Oh, wow. So, das Buch ist dann jetzt auch mittlerweile wieder ziemlich sinnlos. Ich glaube, das hat man damals schon gelesen. Ich denke, ja.
Das Rezept. Diese Notiz enthält die Formel für einen Trank aus Golem. Obsidianherzen. Okay. Und da haben wir die Formel auch direkt dazu hinzugefügt. Wunderbärchen. So, wir gucken dann also zum Schmied, wenn wir noch so eine Metallstange brauchen. Ich meine, das mache ich auch immer bei Gewitter. Mich nackig aufs Feld stellen. Guck mal. Brumm, kommt der Blitz an. So, die Fackel brauchen wir nicht. Ist hier noch drin bestimmt ein Dolch, oder? Ah ja, tatsächlich. Habe ich es doch noch richtig in Erinnerung gehabt. Da war ein Dolch. Hoho. So. Und ich würde sagen, da ja, so wie wir gehört haben, draußen schönes Wetter ist. Hier bei The Witcher. Verabschiede ich mich an dieser Stelle erstmal. Da stelle ich mich an die Wand, weil die so schön hell ist. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt The Witcher. Ja, denn für heute ist es schon wieder vorbei. Morgen geht's weiter. Bis dahin, haut's rein und ciao, ciao.